Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Ja, ich befinde mich auf meinem Weg zu Tier 1, bin fast bei Tier 6 und zwar weil bald Ghost Recon Breakpoint rauskommt. Und wenn man Tier 1 erreicht, dann gibt es da noch einen kleinen, ich glaube, ein Abzeichen. Also gar nicht mal so viel, aber genug, dass ich es haben will. Was, der ging daneben? Und der ging auf jeden Fall da. Ne, der hat getroffen. Okay. Und ja. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit auf die Tierpunktreise. Mein Team, beziehungsweise mein Squad, wenn ihr mich bei Twitter oder bei Instagram verfolgt, dann kennt ihr sie bereits. Midas als Solid Snake, Weaver als Sam Fisher, Holt als Cream Beret und ich als generischer Elite-Soldat. Ich mag dieses Nachtsichtgerät, denn das Nachtsichtgerät ist ein anderes wie das Standard-Nachtsichtgerät und der klappt das auch so cool runter. Hier ist so klar und grün. Wenn ich jetzt wieder ins Spiel gehe, sieht man, wie es original ist. Das ist das andere doch viel cooler, oder? Hier, mal der direkte Vergleich. Aber im Moment ist hell genug. So, wir müssen den, bevor ich sage, was wir machen müssen, den Rebellenleutnant finden und mit ihm sprechen. Ich bin, wie gesagt, am Grinden. Und das heißt, ich schaue mir immer an, welche Mission am meisten Tierpunkte gibt. Also 3700 auf der aktuellen Tierstufe. Und die mache ich dann. Es sind im Grunde immer wieder die selben Missionen. Drohne fliegt. Aber was tut man nicht alles, nicht wahr? So, wir machen jetzt hier einmal Mörser. Ablenkung. So. Noch irgendwas? Nö. Flugzeug, Hubschrauber habe ich im Vorfeld, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, schon angefordert. Ich fliege. Ich hoffe, die Zusammenstellung ist jetzt deaktiviert, damit ich schön hochfliegen kann. Wunderbar. So, eigentlich könnte ich dann ja auch direkt hinter dem Gefängnis landen. Hab dort natürlich jetzt nicht aufgeklärt, aber was soll's. Oh, holy shit! Scharfschütze. Ich bin übrigens Spezialist. Hat der mich gerade aus der Luft gesniped? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir in, ich gucke, 443 Stunden Ghost Recon Wildlands noch nie passiert, dass mich ein Bot aus der Luft gesniped hat. Ich wurde schon mal in der Luft abgeschossen, als ich schon am Fallschirm hing, ja. Hola. Zwei, dreimal schon. Aber aus der Luft gesniped wurde ich noch nie. Und dann machen wir das Ganze jetzt eben anders. Schwierigkeitsgrad ist für diejenigen, die mit dem Tiermodus nicht vertraut sind, extrem. Zwangsweise festgesetzt auf extrem. So, wo haben wir euch denn? Wo seid ihr denn? Schnibberts. Da ist ein einsamer kleiner Soldat. Drüben bei der Funkkiste. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Der sieht nichts mehr. Ich könnte ja mal noch aufklären. Setze Drohne ein. Wenn ich manuell aufkläre, gibt es ja auch noch ein paar Punkte, immer 14 pro Gegner. Ist nicht so die Welt, aber vielleicht läppert sich ja. Hey, hallo, markier den mal. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Mit dem sind's 5. Markiere Gegner, steht da mit Einheimischen. Ich habe jetzt leider wahrscheinlich die Essenszeit verpasst. In der Essenszeit sitzen die alle hier in dem Raum und speisen genüsslich. Ich guck mal rein. Na, ist keiner da. Das sind dann ungelogen 8 oder 9 Gegner, die einfach da sitzen und essen.
Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Markiere Feind. So, den Generator würde ich auch gern markieren. Der ist da. Ich sehe einen Generator. War das der Sniper, den wir ausgeschaltet hatten? Ja. Da liegt noch seine Waffe. Drüben am Parkplatz. So, war's das. Weitestgehend. Es sind 15. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Die Sicherheitsaufklärung. Hey, ein Soldat mit einer Maschinenpistole. Der Parkplatz. Ist ein bisschen unrealistisch, aber jeder Schuss, selbst ein Schuss in den Fuß, tötet Gegner sofort, wenn sie nicht wissen, dass wir da sind. Hätte ich eigentlich auch können im Nahkampf ausschalten, es hätte mehr Punkte gegeben. Steht hinten dran, glaube ich, ne? Ja, da steht hinten dran. Ich kann zwar ein bisschen durch die Wand schießen, aber bin mir nie sicher, ob es klappt oder nicht. Was haben wir denn da unten an Gegnern? Ah, fuck. Also gehen wir wieder zurück, okay. Ich daneben geschossen, okay, krass. Aufatmen. Waren das alle hier? Ich sehe mal keine Bewegung mehr. Schnappen wir uns ihn hier. Sobald er ein bisschen weiter weg von dem Zaun da ist. Die können nämlich da durchgucken. Und hoffen einfach, dass er schnell genug despawnt. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Wir haben da oben den Mörser-Fuzzi und seinen Kameraden. Der Heli könnte ein Problem werden, aber dank der HTI Desert Tech nicht. Heli voll erwischt. Zack, wunderbar. HTI Desert Tech ist einfach die beste. Gut. Okay, wir haben hier alle, so wie es aussieht. Ah, hier, guck mal. Ziel gesichtet. Alles klärchen. So, nochmal ein paar Ressourcen mitnehmen. Haben die echt nur ein Ding hier? Na gut. Normalerweise ist bei diesem Asset hier bis zu 3 Ressourcen. Aber eigentlich wollte ich das Spiel gar nicht erklären, sondern wollte einfach nur ein bisschen grinden. War mir am Anfang nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt aufnehmen will. Dass sowieso Tag gerade ist, bringt es auch nichts, den Generator auszuschalten. Wobei, ich glaube, dann ist der Alarm auch aus. Im Innern des Bunkers. Ich weiß zwar nicht, wie du den von da aus sehen kannst, aber gut. Ich meine, die können auch durch Wände schießen. Da wundert mich gar nichts mehr. Piep, piep. Ich habe natürlich nach hinten nicht aufgeklärt. Ja, komm nur. Ich bin bereit.
Ich hab nicht getroffen. Oh. Ich bin vorbeigerannt. Das war scheiße knapp. Ja, das war wirklich knapp. Ich glaube, eine halbe Sekunde länger und hätte angefangen zu schießen. Das wäre es dann gewesen. Bei meinem Stealth Approach. Aber bin ich hier echt gut im Stealthen. Mit Stelzen. In der Regel. Wenn ich nicht gerade aus der Luft gesniped werde. So, da hinten laufen normalerweise auch zwei rum. Oder haben wir die schon? Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Na gut. Den Sync-Shot könnte ich zwar auch benutzen, aber nicht, wenn ich es nicht muss. Ich habe die Teamkameraden eigentlich nur dabei, als Wiederbelebung. Als Wiederbelebungs Maschinen. Wir haben da drin einen. Kriege ich den von da? Sehen halt nicht. Zack. Wow. Alles gut, alles gut. Knapp ist mein zweiter Vorname, so wie es aussieht. Ich dachte, der wäre Hans-Peter. Ich lasse die anderen noch nicht raus. Das muss er sein. Mal sehen, was er weiß. Der da oben hat's gehört. Schnapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Der will nichts mehr wissen. Sag ja, ich kann. Oh, da ist noch einer. Okay, es ist alles gut. Die Waffen sind so gelevelt. Ihr könnt ja mal gucken hier. Stufe 30, das ist Max-Level. Und ja gut, außer das ich habe eigentlich alles gelevelt. Auch das, sogar die Armbrust. Guckt euch den Schadensbalken an, der ist voll. Nur die HTI habe ich nicht komplett gelevelt, weil, warum? Auf Zivilisten achten, wir wollen niemanden versehentlich töten. Ja, ich mache sie jetzt doch schon auf, die Käfige. Also die Türen. Können die mir vielleicht mit ein bisschen Glück ein paar Wachen vom Leib halten, falls noch welche reinkommen. Nix, por favor. Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General. Ich finde schade, dass man diese Gespräche nicht überspringen kann. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé, kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Café in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Mit ihr kommt ihr General Barro ran. General Barro. Viel Glück. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Flor de Oro. So, das war... Ja, klasse Arbeit, genau. Dann das nächste, der Maulwurf. Wo General Barro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen geh die ich aufs Dach? Tiere in der Unidad Probleme. Und ihre Santa Blanca-Kumpel auch. Verdammt, der hat sich erhängt. Mit Barro und zumindest soll es aussehen, als hätte er sich erhängt. Ich glaube nicht, dass er sich erhängt hat. Ich glaube, er wurde erhängt. Richtig. Hier ist so viel Blut. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende. So. Huch, hab ich noch einen Scharfschützen übersehen. So. Gut. Eröffne das Feuer. Wo ist der? Da unten. Da war noch einer hinter mir.
dauert. Das weiß ich auch nicht.